In deiner Stadt würden G's auch für Sporthosen morden. Gewusster Riley auf Streife. Keiner sagt was oder muckt, ist er mit dem Fahrrad in der Hut. Aggressivste Befragung als Gangs in Tatort. Dabei kriegt er von uns nicht einmal eine ernste Antwort. Riley ist der Grund, warum es Gangs eigentlich im Dorf gibt. Gewusster Riley auf Streife. Keiner sagt was oder muckt, ist er mit dem Fahrrad. Yo, Boy. Betsy? Pass mal auf. Also, Sie wissen, dass das, was Sie hier machen, gerade eine Straftat ist, oder? Was ist eine Straftat? Exhibitionismus, also generell Exhibitionismus ist verboten. Sie dürfen sich nicht einfach unbekleidet anderen Leuten zeigen. Dafür kommen sie in das Gefängnis. Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Ja, also da weiß ich nicht, wie sie das erklären sollen, aber das ist auf jeden Fall eine Straftat. Dafür kommen sie in das Gefängnis rein. Sie haben nicht mal Schuhe an. Haben sie Unterwäsche unter ihrer Jogginghose? Ja, aber natürlich. Ich bin kurz auf die Toilette gegangen und dann ist so ein Typ da einfach reingekommen und hat mir das Zeug weggenommen. Das können Sie mir auf der Wache erzählen. Kommen Sie jetzt mit, folgen Sie mir. Ich hatte noch nie eine Straftat erledigt. Wir fahren jetzt auf das Polizeipräsidium. Aber wieso denn? Ich bin kein Krimineller, der solche Dinge tut oder ein Perverser beziehungsweise. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der frisch eigentlich in ein neues Land, ein neues Business aufbauen wollte. Erzählen Sie das Ihrem Bademantel, mit dem Sie am Straßenrand stehen. Natürlich, selbstverständlich. Ich glaube Ihnen kein Wort, Sie sind Verbrecher. Wo ist mein Bruder, wenn ich den brauche? Na, ich hoffe, der ist anders angezogen. Kann man da überhaupt zu zweit drauf? Halten Sie sich einfach an meinen starken Schultern fest, kein Problem. Natürlich. So, aufsteigen. Aber natürlich. Sie sind Polizist? Ja, wie sehe ich denn aus? Ich bin Olaf, mit zwei O, Officer Olaf. Freut mich, dich kennenzulernen, Olaf. Ihrer Personalaufnahme kommen wir gleich. Sagen Sie mal, sind Sie mal in den Bus eingestiegen? In was? In den Bus eingestiegen. Gut, hier noch nicht, zu Hause schon öfters. Na, dann können Sie anstellen, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Okay. Die Korps hier haben Langeweile, nichts zu lachen, müssen bei jeder Gelegenheit einen auf richtig machen. Es gibt Dinge, bei denen es keine Strafen gibt. Hast du was gekifft? Naja, dann verwahren sie dich. Nehmen dir den Joint ab. So, mitkommen, Verbrecher. So, dann zeigen sie mir erstmal ihr Personalausweis. Aber natürlich. So, Jan Sutter. Gut, warten Sie mal ganz kurz, Herr Sutter, ich werde Sie einmal hier überprüfen. Wie bitte? Ich habe Sie doch ganz verstanden. Ich werde Sie überprüfen, ob Sie noch andere schwerkriminelle Straftaten begangen haben oder so. Einfach ne. Ob Sie auch hier auf unserer Fahndungsliste stehen oder was Sie schon gemacht haben. Jan Sutter war das, ne? Ja, genau. Ja, das sieht nicht gut für Sie aus, Herr Sutter. Das sieht nicht gut für mich aus. Das sieht überhaupt nicht gut für Sie aus. Hab doch nichts gemacht. Da sagt allerdings mein Aktensystem was anderes. Hatte noch. Das sieht überhaupt nicht gut aus, Herr Sutter. Nee, ja nicht. Schlo 7. Hab aber nie was gemacht, doch nicht mal. Moment, ich sag's aber leise, ich muss das hier mal ganz kurz alles lesen. Ja, aber natürlich. Oh. So schlimm. Oh. Sie sollen leise sein, ich will ablesen. Oh. Oh. Gut. Herr Sutter, mitkommen. Ja. So, das hier ist ein Gefängnis, Herr Sutter. Ja, sieh, das sehe ich so. Ja, da gehen Sie jetzt rein für eine ganz lange Zeit. Aber warum denn? Ich hab nichts gemacht. Ja, ich hab in Ihre Akte gerade reingeguckt und ich hab in Ihre Akte reingeschrieben, Exhibitionist Herr Jan Sutter. Und dann habe ich gelesen, dass in Ihrer Akte steht, dass Sie ein Exhibitionist sind. Deswegen müssen Sie jetzt ins Gefängnis rein. Verstehe nicht.
Andernfalls, Herr Sutter, erklären Sie mir nochmal den Sachverhalt, wie sich das zugetragen haben soll. Moment, ich muss das einmal aufschreiben. Also, aber natürlich. Ausgeraubt. Wie sah der Typ aus, mit dem Sie Verkehr hatten, der Sie ausgeraubt hat? Ja, und genommen schwarze Klamotten. Pferdeschwanz. Was? Pferdeschwanz oder offene Haare. Kann ich nicht sagen, hatte eine Kappe an. Japan, das war schon immer ein Hinweis. Hose? Schwarze, Trainerhose. Ihre? Nein. Nee, eine eigene. Ja. Ja, okay. Wie alt ungefähr? Keine Ahnung, er war maskiert, wie soll ich das sehen? Oh, der hatte eine Maske auf. Ja. Okay, da hab ich eine Frage. Lag da zufälligerweise Stroh in der Toilette? Keine Ahnung. Hab ich nicht drauf geachtet. Ich glaub, da war Wasser. Nicht. Okay, das heißt, wir haben hier eine Anzeige gegen Unbekannt. Herr Stutter, ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein, so eine Anzeige gegen Unbekannt hat bei uns meistens keine Erfolgschancen. Ja. Passen Sie auf. Ich gebe Ihnen jetzt $500 hier. Dankeschön. Davon holen Sie sich was Anständiges zum Anziehen. Ich will nicht nochmal sehen, dass die Leute Sie so sehen müssen. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir wieder nach oben, bevor Sie mit mir hier unten auch noch verkehren wollen. Ich will keinen Verkehr, ich will einfach nur Klamotten. Dankeschön. Ich glaube, wenn wir das machen, fliegt Olaf einfach raus, Alter. Jo, geiler Hellboy. Also, ich muss sagen, ich bin einfach Maschala Olaf der Hübsche. Oh, da kommen welche, ich schließe mal lieber die Tür ab, weil da ist keiner. Ein wunderschön. Hallo. 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 Schön. Die haben nicht gesagt, dass die was wollten und die Leitstelle haben die auch nicht angerufen. Ich muss nochmal umdrehen. Hallo. Ein wunderschön. Hallo. Ich hab mich so erschrocken. Warum schreien sie mich denn so an? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wer schreit? Wer schreit? Die Frau hab ich so angeschrien. Welche Frau? Entschuldigung. Sie. Ach, Kati. Okay. Ich hab Ihnen doch gar nichts getan, oder? Nee, ich habe Ihnen ja letztes Mal sogar nicht geholfen wegen Ihrer Uniform. Moment, Sie haben mir geholfen? Ja. Wer sind Sie? Officer Katharina Cunningham. Was war mit meiner Uniform? Da, wo Sie noch die andere Marke hatten. Ah, ja, richtig. Sie haben mir hier Uniform. Ja, natürlich. Kann ich mich erinnern, Frau Katharina. Weiß ich. Genau. Warum haben Sie jetzt keine Uniform an? Private Probleme. Oh, das tut mir leid. Die Funkgeräte ist kaputt. Ja, das ist mir runtergefallen. Ach so, übrigens, Kollegen. Die anderen halten sich schon mal die Ohren zu, polizeiliches Gespräch. Ohr zu halten. Jo. Mhm. Okay, machen wir. Mein Dienstfahrzeug wurde gestohlen. Was? Welches? Herr Riley, ich glaube, das sollten wir wirklich nicht. Ich glaube, selbst wenn man sich die Ohren zuhält, dass man das hier vor Zivilisten vielleicht nicht begeben. Die haben sich doch die Ohren zugehalten. Ich hab auch nicht gesagt, wer das gestohlen hat. Ach, Sie wissen sogar wer? Ja. Ja, dann lass uns doch reingehen und dann besprechen wir das drin alles. Selbstverständlich. Wie? Ein wunderschön. Oh, das Zeug, was Sie mir ausgeliehen haben. Mein Dienstfahrzeug ist wieder da. Ihr Dienstfahrzeug? Hallo? Er hat ihn mir kurz ausgeliehen. Das Ding da? Was ist das? Hinten, der letzte Parkplatz. Das ist doch... Da haben Sie auf jeden Fall einen Überblick, wenn Sie nach hinten... Das ist Ihr Dienstfahrzeug? Natürlich.
Herr Riley, das ist aber... Ja gut. Das legen ist viel Wert auf speziell. Sicherheit, oder? Natürlich, Sicherheit ist, ich bin Polizist, Sicherheit ist das Wichtigste. Guck mal, in jedem der einzelnen Spiegel ist ein schöner Mensch abgebildet. Ja, ich, nicht du. Abfahrt. Wo der kann, Leitstelle. Dürfen Sie kurz stören? Nee, wir haben einen Unfall. Also, Unfall. Meine Kollegen dürfen sie stören, ich gehe schon mal rein. Herr Weide, wie geht's Ihnen? Ja, es geht so. Was bedrückt okay. Sie denn? Ja, ich bin mit Wilfried beim Tierarzt gewesen und das sieht leider nicht so gut aus. Was hat der? Ja, die Tierärztin hat gesagt, 1,6 Kilo ist zu viel für einen Kanarienvogel. Ja, Kanarienvogel hat 1,6 Kilo. Ja, ich fütter den mit Schinken. Och, wenn sonst nichts ist. Schinken. Wie sollten Sie den auf Diät setzen? Ja, das hat die auch gesagt. Bitte, der will seinen AirTag haben. Versucht der Dienststelle eines ATMs, gefährlicher Eingriff, zu polizeilicher Maßnahme. Warum ist der Verbrecher nicht im Gefängnis? Der war im Gefängnis, aber der hat seine Haftstrafe abgesetzt und sein Bußgeld bezahlt. Wollen Sie das mal mit ihm reden, Herr Riley? Weiß ich noch nicht. Wollen Sie nicht. Wo ist der, wenn der jetzt wieder auf diesem scheiß PD-Schild wäre, ne? Der ist gestern einfach auf diesem... Direkt runtergetasert. Ja dann, Herr Riley, es ist der... Lange habt ihr nicht durchgehalten! Schrei nicht so rum. Ich glaub, der Rest sicher. Schönen guten Tag. Guten Tag. Moin. Wer von Ihnen ist der Bogenschütze? Hier. Sie. Ich brauchte kurz ein bisschen... Sie haben Band genau angestellt. Warum sind Sie hier? Ich will meinen AirTag wiederholen. Na gut, dann einen schönen Tag noch. Wieder so. Tschüss. Wir können noch Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Sie fangen an. Schnick, Schnack, Schnuck? Ja. Wer fängt an? Sie fangen an. Ich halte mich raus, ich fahre. Alles klar, dann. Ja, Sie müssen anfangen. Schnick, Schnack, Schnuck. Papier. Okay, Schere. Hab gewonnen. Okay, jetzt Sie zuerst. Nee, das heißt Schnick, Schnack, Schnuck. Sie fangen an. Das ist mein Spiel. Ich seh's. Du bist dran. Brunnen. Was ist das denn? Oh. Wo gibt's denn bei Stein, Schere, Papier einen Brunnen? Dann nehm ich Rakete oder... Ja, die wird aus dem Brunnen rausfliegen. Haben Sie gewonnen. Schere, Stein, Papier, Exosbock. Was für ein Rock? Schere, Stein, Papier, Exos, Bock. Was ist das Ende da? Dieses Rock-Dings. Bock! Ah, Bock? Spock! Was ist Bock? Ah, wow. Also Olaf integriert sich da ganz gut, Alter. Ganze Streife lost. Was spielen Sie denn noch gerne für Spieler, Herr Riley? Mütze, Glatze. Mütze, Glatze. So genau würde ich es eigentlich gar nicht. Einsatz. Nee, das wird direkt von uns angehalten. Haben Sie auf dem Highway die rote Ampel gesehen? Tatsächlich nicht. Haben Sie auf Ihre Geschwindigkeit geachtet? Halb, ja. Was heißt also tatsächlich achte ich bei dem Fahrzeug nicht ganz auf die Geschwindigkeit, weil er nicht viel schneller als 160 fahren kann. Mhm. Wie schnell dürfen Sie denn fahren? 160. Mhm. Innerorts? 80. Außerorts? Oh, Kollege, ich glaube, Sie brauchen meine Kompetenz nicht. Ich mache noch einen Strandspaziergang vom Feierabend. Ich wünsche einen angenehmen Dienst. Auf Wiedersehen, Herr Riley. Schön, Feierabend. Die Leitstelle vom Sonderfeierdepartement, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, hier ist Officer Olaf. Hallo. Warten Sie auf, ich mache Ihnen ein einmaliges Angebot. Angebot, sind wir mal gespannt. Okay, pass auf, ich kündige bei der Polizei und ich werde bei Ihnen Oberarzt. Aber Sie kündigen bei der Polizei, um dann hier Oberarzt zu werden? Ja, dafür müssen Sie mir natürlich einen steilen Karrierestart garantieren, also direkt mit Aufstieg der Karriereleiter, ohne Praktikum und Einstellung, einfach Oberarzt. Ich habe alle nötigen Qualifikationen dafür. Hm.
muss ich mir aber Gedanken drüber machen. Haben Sie denn, haben Sie überhaupt Entscheidungsgewalt darüber? Nee, aber die Person steht neben mir, die Entscheidungsgewalt darüber hat. Ach so. Aber warum müssen Sie sich Gedanken machen, wenn die andere Person das entscheidet? Ich überlegen muss, ob ich das Angebot weiterreiche oder nicht. Warum nicht? Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen sehr guten Oberarzt. Das wäre schon praktisch. Also, es muss auf jeden Fall Oberarzt sein. Was halten Sie denn davon, wenn Sie einfach kurz vorbeikommen und dann einfach die Person selber fragen? Ich habe hier kein Fahrzeug. Sie haben kein Fahrzeug? Nee, ich wollte mich jetzt hier eigentlich ein bisschen auf die Bank legen und die Augen zumachen. Ach so. Was halten Sie davon, wenn ich morgen vorbeikomme? Ja, das klingt doch nach einer Idee. Um irgendwann? Ja, schreibe ich sie auf und gebe ich weiter. Alles klar, bis morgen. Super, ciao. Ihr wisst warum Oberarzt, oder? Wegen Oberarzt Olaf. Like a real love, but it goes so fast.